Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem Sims 3, Sims 2 Let's Play, Entschuldigung. Hier sehen wir gerade, wie Richard der guten Kia hier das Totstellen beibringt, denn sie braucht, genau, sie ist in der letzten Folge, die ich ein bisschen nachspielen musste, leider Gottes, ist sie dann stattdessen befördert worden und jetzt braucht sie ein neues Kommando, das sie können muss. Und das versucht er ihr gerade beizubringen. Ja, momentan haut sie nicht so ganz hin, weil die liebe Katze schaut halt nur blöd, so wie Katzen halt immer blöd schauen, wenn man ihnen irgendwas zeigt. Go. Und ja, gut. Also, Gina geht soweit noch ganz gut mit der Schwangerschaft. Mal, wem hatte ich jetzt? Ihm schreibe ich noch. Genau, ich schaue gerade hier. Er möchte nämlich 20 gute Freunde gleichzeitig haben. Das geht halt ein bisschen schwer, würde ich sagen. Oder ist nicht ganz so leicht. Ah, okay. Gina ist jetzt noch nicht gut befreundet mit den beiden. Okay. Das ist halt ein bisschen kacke, gell? Chatten mit Aaron, chatten mit Matthias. Das machen wir jetzt gerade. Die Tür ist leider immer noch verbuggt. Was willst du da machen, gell? So. Du bist jetzt bald ausgeschlafen. Das ist ausgezeichnet. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Warte mal, du wirst 23. Aha, und du bist ein bisschen verbuggt. Warte mal, kann ich da irgendwas machen? Warte mal, wie ging das nochmal? Bool Prop Reset Sim Stern? Nein. Help? So, was haben wir denn da alles? Sync, RS, Roof, Slope, Angel, Print und Plumpot, Move Objects, Motif, Desay, Max Motifs, Force Twins, Film Grain, Family Fonts, Face Blend Limits, Expand Exit. Delete all Characters, Fences, Horvalds. Das ist blöd. Weil sie altert jetzt anscheinend die ganze Zeit, obwohl sie eigentlich nicht altern sollte, auch weil sie 15, weil sie ja schwanger ist, aber irgendwie, irgendwas passt da nicht so ganz und ich verstehe nicht so ganz was. So, die Fische sind abgekratzt, leider Gottes. Ah, es ist Samstag, okay, er braucht ja gar nicht in die Schule gehen. Okay, säubern. Was machst du denn jetzt hier, junger Mann? Du kannst ja im Prinzip gar nichts tun, gell? Okay, schaukeln. Du willst, du bist, oh, okay, du bist so gut wie ausgeschlafen. Hier, benutzen. Duschen. Ah, okay, wir haben nichts gekocht. Das heißt, du wirst jetzt erstmal hier gefüllte Waffeln. Sie hat das Kommando totstellen gelernt. Ausgezeichnet. So, duschen, aufs Klo gehen. Was ist denn da jetzt gekommen? Oh, nein. Nein. Echt jetzt? Er muss arbeiten. Okay, warte mal, du schaust erstmal, dass du deinen Spaß hier zusammenbekommst. Die beiden hatten jetzt natürlich auch keinen. Kann ich Theo sprechen? Nein, der ist bei der Arbeit. Ja. Sie hatte. Ach du Kacke, warte mal hier. Runtergehen. Essen, essen. Was ist mit dir jetzt? Du gehst hier mal aufs Klo. Aufwischen, säubern, säubern. Ihr seid ein bisschen alle pingelig, gell? Napf auffüllen. Wie geht's dir jetzt? Handra. Hä?
Theo hat Mittagspause und beschließt, sich bei einem schnellen Videospiel ein wenig zu entspannen. Sein Chef kommt vorbei, sieht das Spiel und fragt danach, soll Theo zeigen, was er gerade spielt oder versuchen, das Spiel schnell zu verstecken. Er zeigt es. Theo zeigt seinem Chef das Spiel und erklärt, warum er es so gerne mag. Der Chef zeigt sich sehr interessiert und bittet Theo, ihm einige Informationen über das Spiel zu schicken. Theos Begeisterung für Spiele wächst. Okay, ausgezeichnet. So, was ich jetzt allerdings nicht so ausgezeichnet finde, ist, warum, ich habe dich doch vorher noch aufs Klo geschickt. Was soll denn das? Theo ist sehr kontaktfreudig und hat jemanden mitgebracht. Okay. So, du bringst hier jemanden mit. Verkaufen, Tier Kia, nein, vorschlagen, Tier geben, nein. Genau, und du wirst hier mit der guten Dame reden. Über Hobbys. Hey, hattest du das letzte Mal nicht noch mehr Hobbys? So, wie geht's dir denn? Dir geht's soweit ganz gut. Du wirst es jetzt mal hier reinigen. Dann wirst du hier mal die Reste weglegen und Mittagessen das säubern. War hier nicht noch irgendwas zum Säubern? Nee. So, du wirst dann zubereiten, viele zubereiten. Zubereiten, Gruppenmahl, Nudeln mit Käsesoße. So, du räumst das hier dann noch weg. Die Fische sind, glaube ich, gefüttert. Wir füttern sie einfach nochmal. Dem Tier geht es soweit ganz gut. So, und du unterhältst dich jetzt gerade ein bisschen mit ihr hier. Wegscheuchen, unterhalten, Witz erzählen. Geschichte erzählen über Rom. Benutzen, säubern, passt, okay. Theo, du bist ja schon wieder da. Okay, warte mal, ein Kochpunkt. Grillen, oh, genau, du grillst jetzt. Du machst Hot Dogs. Hot Dogs. So, weiter zubereiten. So, zum Essen rufen alle. So, du gehst jetzt vorher noch duschen, liebe Dame. Genau, du gehst duschen. Hier, die lieben Leute, die sitzen mal alle zusammen. Spielen, ärgern, vorschlagen, Alter. Da geht's zu. So, er ist diesmal nicht mehr befördert worden, aber er bringt schon fast 1000 Simoleons daheim, nach Hause. Sauberkeit. Dann kannst du das auch gleich säubern, wenn du sowieso Sauberkeit generell brauchst. So, Spaß, alles Mögliche. So, warte. Ausschimpfen für Möbel zerstören. So, du isst das jetzt hier. So, die werden alle um 18 Uhr älter, was ja gar nicht stimmt. Gefühle für Gina verlieren. Hat er die nicht jetzt schon verloren? Nein, hat er noch nicht. Okay. Ja, also gut. Du stellst das hier auch weg. Dann musst du keine Hausaufgaben machen, aber du wirst hier ein bisschen mitmachen. Und du wirst jetzt einen Film ansehen. Märchen, genau. Oder auch nicht. Dann gehst du eben schlafen. So, hier benutzen.
und schlafen. Wieso pennt der eigentlich schon wieder da drin? Was soll denn das? Das verstehe ich nicht so ganz, dass jedes Mal der Vater da oben pennt. So, warte mal, du kannst dich hier mit ihr nochmal bitten zu gehen, ärgern, reden, flirten, fragen, wertschätzen, entschuldigen. Wieso denn entschuldigen? Wir müssen uns einfach mal entschuldigen. Oh, das ist alles nicht ganz so gut gelaufen, gell? Gestoßen werden. Was denn? Hallo? Was ist das denn für eine blöde Kuh? Hier, entschuldige dich. Geschubst werden. Du, lass das mal. Du solltest jetzt auch schauen, dass du. Schau nur ein bisschen Fernsehen. Okay. What the fuck? Was ist hier denn los? Also das, was ich eigentlich vorhatte, dass er hier zu seinen Liebschaften kommt. Okay, weißt du was? Ich bitte dich einfach zu gehen. Ich bitte dich einfach zu gehen. So, dann werde ich jetzt noch zwei Sims anrufen. Gell? Also, wir werden hier mit ihr plaudern. Du tust hier gerade noch was für deinen Spaß, gell? Ja, das ist sehr gut. Ja, und dann, keine Ahnung. Kannst du noch Sauberkeit lernen oder was könntest du denn noch lernen? Für deinen Körper könntest du was tun. So, warte mal. Mit Uli, nein, mit ihr werden wir noch telefonieren. Der Anrufbeantworter, okay, warte. Haha, nicht du. Du? Okay, du gehst schlafen. Beziehungsweise wirst du jetzt zuerst mal hier benutzen, duschen und dann schlafen gehen, gell? Wir wollen das ja alles geregelt haben hier. So, das heißt, Theo ist der Einzige, der jetzt hier noch wach ist. Vorlesen. Alle Bücher weglegen. So, es fliegen hier irgendwo Fliegen durch die Gegend. Es fliegen Fliegen durch die Gegend. Oh, säubern. Ist er vielleicht auch so pingelig? Ah, da fliegen Fliegen durch die Gegend. Oder da flitzt durch die Gegend. Tjung, 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 tjung. Man muss überhaupt arbeiten. Um 9, okay. Um 9. Gut, dann gehst du jetzt auch schlafen. Genau. Hier, benutzen, duschen, schlafen. Wie geht's dir, Mami? Dir geht's eigentlich ganz gut. Was wir jetzt noch machen ist, wir kaufen uns hier ein Bücherregal. Das passt farblich nicht so ganz zu. Da passt irgendwie gar nichts dazu von dem. Aber ist wurscht. So, ein Bücherregal. Dann wirst du jetzt was lernen. Und zwar, was brauchst du? Du brauchst Kreativität, Logik, Mechanik. Okay, lernen, Mechanik. Gut. Ah ja, genau, du gehst ja noch duschen und aufs Klo und dann gehst du schlafen. Gut. Dann bist du wohl hoffentlich ausgeschlafen, wenn du arbeiten musst. Gut. So. General Fritz Gerald. General. General, General, General. So, du gehst jetzt hier aufs Klo. Dann gehst du hier die Fische füttern. Säuberst dir auch gleich. Der kleine Mann ist auch schon wieder wach. Er hat aber nichts zu tun, derweil, gell? Roman lesen. Okay, dann wirst du lernen. Was wirst du denn lernen? Oh, du könntest schon ein paar Sachen lernen. Nee, das lassen wir. Buch lesen. Kochbuch. Kinderbuch. Liebesroman.
So, Katze, was ist mit dir los? Die könnten mir eigentlich irgendwas beibringen, gell? Die Frage ist nur was? Was willst du denn? Also du brauchen tust du eigentlich von deinem Beruf her nichts. Du brauchst Mechanik, Logik und Kreativität. Wie kann ich denn jetzt hier Logik fördern, wenn wir hier kein Ding haben? Lernen, Mechanik, Kochen, Sauberkeit, Erziehung. Puh. Ja, gute Frage, nächste Frage, gell? Also, ich möchte auch 20 gute Freunde gleichzeitig haben. Ach du grüne Neuner. Ach du grüne Neuner, das kann ja was werden. Freunde fürs Leben, Freunde fürs Leben. Ja, sie sollte sich halt auch ein bisschen mit den Leuten hier unterhalten, gell? Ja, das ist alles nicht so einfach, wie es vielleicht aussieht. Mit Vivian Freundschaft fürs Leben schließen. So. Worauf wartest du jetzt noch? Auf bessere Zeiten oder was? Hier benutzen. Wieso benutzt du das nicht? Aus welchem Grund benutzt du das nicht? Benutzt du das jetzt wenigstens? Du müsstest nämlich eh schon wieder aufs Klo. Okay, du benutzt es auch nicht. Kann nicht verwendet werden, wenn im Gebrauch. Ist das jetzt immer noch im Gebrauch? Okay, warte mal. Move Objects on. Achso, warte mal. Das war jetzt falsch. So, wir tauschen das jetzt einfach mal aus, weil das ist scheiße, wenn das Klo einfach nicht verwendet werden kann. Vor allem, wenn man hier so eine schwangere Frau hat, die eigentlich dringendst immer auf sich aufpassen müsste. Na gut, wenigstens geht es jetzt da aufs Klo. Passt, Reste nehmen. Was ist mit dir? Wo ist das Ding hin? Hä, was sucht die dann jetzt? Ah, okay, er sucht das Klo. Das ist mir eigentlich egal. Du sollst hier aufs Klo gehen. Okay, das verwendet er. Das ist sehr gut. Ausgezeichnet. Warum du so eine komische Frisur hast, verstehe ich überhaupt nicht. Oh. Oh oh. Oh oh. Oh nein. Das Baby kommt. Da werden der Onkel und Opa sind total entsetzt. Es wird bald Nachwuchs geben. Oh, Masterbu, Masterbu. Okay, da unten sehen wir schon. Und es ist ein, oh, ein Mädchen. Oh, wie süß. Susul. Schau. Gina hat 3 Tage frei, um sich voll und ganz um das neue Baby kümmern zu können. Es ist ein Engelchen, sprich, es ist ein Mädchen. Der Körperstock war da. Das süße Baby braucht unbedingt einen Namen. So, warte mal. Er heißt Theo, sie heißt Gina. Ja, wie nenne ich denn dann die kleine Fabiona? Nein, Helga. Genau, ich nenne die kleine Helga. So. Wieso regt er sich so auf? Schau, er hat auch eine Erinnerung. Warte mal, welche Erinnerung ist das? Natürlich Großvater werden, ne? Ja. Was sind wir denn hier? Erinnerungen, hier. Geburt der Enkelin Helga. Ist das süß? Ist das süß? Okay, warte mal, wir brauchen jetzt. Ich glaube, ich sollte dann irgendwann mal das Haus hier ein bisschen umbauen. Ne, warte, das kann ich eigentlich da stehen lassen, gell? Kinder. Wir haben ein Mädchen bekommen. Ich möchte diesmal alles in Rosa haben.
So, ah ja, genau, den kann ich jetzt ausstellen. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen das hier. So. Okay, das habe ich nicht ausgestellt. Objects off. Okay, jetzt habe ich ihn ausgestellt. Genau, jetzt geht das nicht mehr. Was brauchen wir noch? Ja, momentan nichts mehr, oder? Nee, momentan brauchen wir nichts mehr. So, jetzt ist aber die große Frage auch, wie alt ist denn jetzt eigentlich hier? Okay, wir sollten spätestens heute einfach mal eine Geburtstagsparty machen. Weil die Leute werden ja sonst überhaupt nicht älter. Wird sie älter? 22, ja, sie altert. Wieso altert sie aber alle anderen nicht? Das verstehe ich nicht. Also, das ist irgendwie komisch. Das ist sehr seltsam. Aber was soll's. Gut, die Kleine wirst du jetzt einfach gleich mal füttern. Mit Helga spielen. Helga knuddeln. Und dann Helga die Flasche geben. Und dann wirst du einfach Helga ins Bett legen. Passt. Du gehst hier aufs Klo. Lässt dann hier Reste nehmen. Ciao, der kleine Helga geht schon ganz gut. Helga grunzt. Oder? Warte mal, es ist 6 Uhr früh. Wir machen das einfach so. Warte mal hier. Warte mal, warte mal, warte mal. So, wir haben hier einen Kuchen. Du wirst stoßen. Okay, du hast eh schon wieder anderes zu tun. So, du bringst das Kind jetzt Fahrgemeinschaft. In einer Stunde. Okay, warte mal, nein, nicht aufräumen. Nein, das geht nicht. Wieso geht das nicht? Ich will dich doch altern lassen. Mann, was ist das denn für ein Scheiß? Okay, benutzen, säubern, Reste nehmen. Lass dein Kind jetzt mal in Ruhe. Wieso wird eigentlich schon wieder angezeigt, dass sie zur Schule fahren muss? Okay, hier hingehen. Also, was habe ich jetzt gesagt? Dass sie zur Schule gehen muss? Dass sie arbeiten gehen muss? Sie hat doch frei. So, warte mal, Theo. Fritz Gerald, okay, der hat heute frei. Es ist Sonntag. Sitzen. Warte, du gehst jetzt erstmal hier ein bisschen sitzen. Oh, okay. Jetzt hat sie es halt nochmal geschafft, dass sie, ja, dass sie halt hier mit Gerald Fritz Grunz, General Fritz Grunz befreundet ist. Tatsächlich, sie muss zur Arbeit gehen. Das glaubt man doch nicht. Es hat doch geheißen, dass sie 3 Tage frei hat. Okay, dann geh halt zur Arbeit, bevor du gerade die Arbeit verlierst. Bei der Kleinen ist eh wer da? Oder für die Kleine ist eh wer da? Was ist mit dir los, Richard? Du bist draußen. Okay. Wow, weggehen. Zur Arbeit gehen. Okay. So, wird euer Verhältnis jetzt vielleicht ein bisschen besser? Minus 18. Eigentlich sollte. Ah, minus 11, okay. Es sollte alles besser werden, passt. So, die kleine Helga braucht Hilfe. Was machst du denn? Oh, Windeln wechseln, okay, rauslassen. Jeder rennt jetzt wieder zum kleinen Baby hin und, okay. Du könntest aber auch dafür schauen und sorgen. Was machst du denn, Richard? Nein, nicht die Flasche geben. Hier, Helgas Windeln wechseln. Die stinken doch. Zum Essen hat sie doch schon bekommen. Ja, schau, ihr geht's doch schon wieder richtig gut.
Da, Helga, geben an, gib sie mal dem Großvater, damit du hier deine anderen Sachen machen kannst, wie zum Beispiel hier duschen und dann einfach ein paar Mädels anrufen zum Telefonieren, damit du hier die Sachen auf Vordermann bekommst, gell? Und du kannst hier mit der Helga ein bisschen knuddeln und mit Helga spielen und keine Ahnung, was noch. Eigentlich eh nicht viel, aber das ist ja schon mal viel wert, würde ich sagen, gell? Meinst du nicht? Schau, es ist so süß. So, dann wirst du Helga einfach mal ins Gitterbettchen legen und keine Ahnung, dich hier entspannen oder so. So, plaudern. Nein, du wirst es nicht entspannen, du wirst einfach chatten. So, chatten und E-Mail schreiben. Was machst du? Was brauchst du? Sauberkeit. Das war eine schöne Woche. Ja. Lernen. Sauberkeit. Du lernst jetzt ein bisschen. Genau, du telefonierst mit deinen Weibern. Hier. Telefonieren. Plaudern. Ja. Gut, dann werde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Warte mal, du kannst hier vorher noch die Flasche wegräumen, bitte. Alter, du bist ja voll müde. Wieso bist du denn so müde? Ja. Ja gut, aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und ja, bis dahin verabschiede ich mich und freue mich, wie gesagt, wenn noch Namensvorschläge kommen. Dann werde ich irgendwie schauen, dass ich hier in Sims 2 vielleicht den Namen auch ändern kann und ja, wenn nicht, ist schief gelaufen. Pech gehabt. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Baba.